Mehrere Millionen Jahre, so um die 80 ist es wohl her, dass hier ein riesiges Raubtier seinen Abdruck hinterließ. Diese nun in Bolivien gefundene Fußstapfe ist eine der größten, die jemals entdeckt wurden. Der Paläontologe Sebastian Apestegia geht davon aus, dass es sich bei dem Tier um einen zweibeinigen Dinosaurier handelte, konkreter um einen Abelisaurus, und zwar um einen von stattlicher Höhe. Der Abelisaurus war das große Raubtier zum Ende des Kreidezeitalters, also gegen Ende der Dinosaurier-Ära in der südlichen Hemisphäre. Auf der Nordhalbkugel gab es andere große Fleischfresser, aber hier im Süden war es eben der Abelisaurus. Noch nie wurde über so große Fußabdrücke von ihm berichtet. Die normale Größe der Tiere lag um die 9 Meter. Aber die nun gefundenen Abdrücke passen zu einem Exemplar von mehr als 10, vielleicht sogar 12 Metern. Der Fußabdruck von über 1 Meter Durchmesser war im Juli von einem Touristenführer entdeckt worden, rund 60 Kilometer außerhalb der Stadt Sucre in Zentralbolivien. Die nicht weit davon entfernte Region des neuen Fundes ist mit ihrem eher weichen Lehmboden bekannt für mutmaßliche Dinosaurierspuren. Tausende Abdrücke sollen es sein. Auch Skelettreste, die vom Abelisaurus stammen könnten, wurden hier gesichtet. Und so kann auch der neue Fußabdruck die Fantasie über diese urzeitlichen Landwirbeltiere anregen. Wohl nicht nur bei den allerkleinsten Dino-Fans.